Und willkommen zurück hier auf Adobe Live. Adobe Live auf Deutsch für unseren zweiten Tag mit der Sarah Buchholz. Hallo, hallo Sarah. Hallo. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Gut ausgeschlafen? Ja. Ja, cool. Hey, und da ihr so viele mehr seid als gestern heute, würde ich sagen, fangen wir mal an, auch ein wenig zu sagen, wer du bist, was du so machst. Und gerne, ja, okay. Erstmal hallo an all die Neuen. Voll cool, dass ihr da seid. Ciao, Marius. Genau, mein Name ist Sarah Buchholz, ich wohne in Leipzig und ich male meine eigenen Bilder, kann quasi davon leben, indem ich die auf meiner Website verkaufe oder auf Conventions, sowas wie Comic-Cons, Graphic Days, Art Markets, was man sich so vorstellen kann. Mach keine Commissions. Und ja, Bereiche, die ich male, wie zum Beispiel hier, sind so Environments, gerne im postapokalyptischen Stil, mit Naturmotiven, Melancholie ist dabei, sehr detaillierte Sachen. Genau, schaut einfach nochmal gerne auf meiner Website vorbei. Thomas sagt, cooles T-Shirt. Dankeschön, finde ich auch. Und hallo Christian, hey Community, hey Sarah, hey Rufus. Thomas, hello, hallo ihr zwei, auch Benjamin. Hallo, hallo zusammen und willkommen zurück. Also ja, also wie gesagt, du bist ja als nächstes bist du in Wien. Dieses Wochenende tatsächlich. Dieses Wochenende. Aber du gehst aber zuerst nach Hause? Genau, ich habe meine ganzen Koffer, mein Messestand noch in Leipzig. Okay. Muss deswegen von München nach Leipzig und Freitag geht's dann los. Okay, ist das easy, von Leipzig nach Wien zu kommen? Nee, ich glaube, es sind auf jeden Fall 7 Stunden Zugfahrt oder so. Aber man kann ja nebenbei arbeiten. Das ist schon okay. Und wie ist so dein Stand? Hast du Fotos davon? Muss ich mal schnell schauen, aber sollte ich eigentlich. Wie gesagt, das ist wieder im privaten Ordner. Also ja, ich zeige ich noch nicht. Könnte kurz wieder peinlich werden. So, ich mache mir auf jeden Fall immer sehr viel Mühe damit und ich brauche 5 Stunden zum Aufbauen. Wow. Ich nehme auch immer einen Staubwedel mit, weil ich bin echt perfektionistisch, was das angeht. Hier, genau. Ah, okay, warte, ich tue es jetzt. So, Sarahs Messestand. Dann haben wir hier ganz oben so ein A1-Bild, damit es die Leute catcht. Ich liebe Lichterketten, man muss ja auch irgendwie Akzente setzen, dass man da sichtbar ist. Das ist auf der Dokumi, das ist die größte Anime-Messe Deutschlands. Es macht sehr viel Spaß und ja, ich versuche natürlich auch, meinen Stand von Messe zu Messe zu verbessern. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, mittlerweile sieht er schon wieder ein bisschen anders aus. Und ja, da gibt es 2 Portfolios in verschiedenen Größen. Traditionelle Sachen in Aquarell, Pokémon-Bilder, auch um die Leute zu catchen natürlich, weil das kennen die Leute. Genau. Gratis Karten zu mitnehmen, Postkarten, Angebote, was man sich so vorstellen kann. Oh, Sebastian T. sagt, mein erstes Bild, Hintergrund, was ich von Sarah gekauft habe. Welches? Das im Hintergrund war. Das erste. Das erste, das er gekauft hat. Und wahrscheinlich hat er dann auch noch andere gekauft. Nice. Hallo Sebastian. Sehr cool. Cool. Hallo schön. Irene. Ah, von wegen weggeschaut. Was hat er gesehen? Oh. Scheiße, weil du mich eben angeguckt hast. Ja. Chan. Okay. Chan. Der Geist im Raum. Der Geist im Raum. Der Poltergeist. Super, und kommen da auch Leute vorbei und sagen, hey, wir wollen eine Commission machen? Und was sagst du dann? Nee, leider nicht. Nein, tut mir leid. Früher habe ich immer ja gesagt und okay, mache ich. Und dann haben mir die Leute Anfragen gestellt und dann habe ich ewig gebraucht, bis ich geantwortet habe. Und dann immer so wischiwaschi, ja, vielleicht, Habe dann ein Angebot geschickt und dann haben sich die Leute aufgrund meiner Preisvorstellung nicht mehr gemeldet. Aber ja, so ist es halt. Der, okay, so, ja. Ne? Ach, das ist so ärgerlich, wenn... Ja. Wenn man da den Sachen einen Preis gibt und dann die Leute sagen, was? Ja. Das kostet was? Aber das ist doch nur eine Zeichnung, das kann doch jeder machen. Ich dachte ich muss Commissions machen. Ich dachte halt so, das gehört dazu, da nur so kann man überleben. Aber ich hatte nie Lust darauf, muss ich ehrlich sagen. Das war nie meins. Ist Stress, oder? Ja, total. Und dann immer, ich male wirklich gerne für mich, einfach weil ich so viel Herzblut reinstecke. Und einfach dann zu sagen, nee, mache ich nicht mehr, ist auch sehr befreiend gewesen. Okay, Sarah, wollen wir auf deine Zeichnung zurückgehen? Warte. Genau. So. Und da haben wir ja gestern angefangen. Genau. Also da war eine grobere Skizze, sagen wir mal so. Genau. Wir haben, mal schauen, ob ich das jetzt nochmal zeigen kann. Soll ich die Fotos weg? Alles gut, es geht ganz schnell. Okay. Ganz schnell. Warte, ich tue sie so weg. So. Dann passiert nichts. Genau, so hat das Ganze angefangen. Zup.
Genau, also wirklich, wie gesagt, ich saß im Zug, habe das zum ersten Mal ausprobiert und dachte mir, oh Hilfe, wo sind meine Zeichenskills hin, weil ich lange nicht gemalt habe. Ich hatte jetzt wirklich eine wochenlange Pause. Und dann ist es aber immer so, man malt trotzdem weiter und immer dranbleiben, immer weitermachen, nicht aufgeben. Und dann irgendwann, genau, wurde es dann zu so einer Schwarz-Weiß-Skizze. Gestern haben wir das Coloring gemacht und schon mal mit dem Hintergrund angefangen. Und ja, für heute ist geplant Optimierung. Das heißt, mir sind hier noch so ein paar Fehler aufgefallen von den Proportionen, vom Gesichtsausdruck, vielleicht auch so von dem Motiv, was wir noch hinzufügen möchten für die Stimmung und für das, was ich mit dem Bild eigentlich erreichen möchte. Daran werden wir heute nochmal arbeiten. Also heute wird eine ganz entspannte Session, wo vor allem gemalt wird. Ja, und wir müssen auch sagen, Sarah hat zum ersten Mal Adobe Fresco am Samstag heruntergeladen und das erste Mal benutzt. Und schon? Ja. Schon sind wir da. Kann sich sehen lassen, denke ich. Und das ist, glaube ich, ein guter Beweis, um zu sagen, wie intuitiv das Ganze ist. Richtig, das denke ich auch. Und gehst du zu Procreate zurück? Na, es ja, ist aber, vielleicht. Also, ja, okay. Ich denke mal ja, aber es ist trotzdem eine gute Frage, weil mir macht das jetzt hier wirklich sehr viel Spaß. Also gerade man gewöhnt sich so schnell dran an dieses, hier ist sofort der Radiergummi da, hier kann ich in den Ebenen switchen. Es ist von der Bedienoberfläche, finde ich, schneller als bei Procreate. Ich meine, jedes Programm hat seine Vor- und Nachteile. Aber mal schauen, also das werde ich jetzt auf jeden Fall noch fertig machen. Und okay, genau. Los geht's. Here we go. Ah, Marina, ja, tut mir leid. Wenn bei in deiner Firma YouTube blockiert ist, dann kannst du leider nicht zugucken. Oh, krass. Aber vielleicht kann der Tim im Chat aus seinem Keller da einen Live-Chat machen. Alles, was du so machst. Der Tim aus seinem Keller? Ja, der was Tim. Was macht denn der? Nein, der ist im Keller. Den lassen wir nur raus. Tim. Den lassen wir nur raus, wenn er im Chat sein muss. Ja, natürlich werden alle Adobe Live Sessions hier auf adobelive.com gesichert. Die sind schon in der Playlist drinnen, wenn wir nicht live sind. Sonst auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal habe ich auch eine Playlist gemacht und da sind die auch. Sebastian, Adobe ist ja auch eine Frage des Geldes. Was denn? Fresco ist in der Creative Cloud, kostenlos. Genau. Also ich sage nie kostenlos, weil es ist ja nicht kostenlos, es ist ja, aber es ist in der Creative Cloud, in Begriffen, ja. Aber vielleicht bin ich falsch informiert, aber ist es nicht, wenn man sich anmeldet und ist es nicht ein Jahr lang kostenlos? Nein, nein. Nein. Das ist inklusiv in der Creative Cloud. Okay, müsste man mal gucken. Genau. Tim, das kannst du mit der Marina machen, FaceTime. Und für die nächsten 2 Stunden zeigen, was Sarah hier macht. Genau. Ist der Himmel größer geworden? Genau, ich habe jetzt den Charakter ein bisschen in den Hintergrund gesetzt, weil mir das am Anfang, das war mir ein bisschen zu starr. Das war einfach nur Portrait-Profilansicht und dann das alles andere im Hintergrund. Und ja klar, dafür ist der Hintergrund ja auch da. Aber ich dachte mir, die Stimmung hier ist so schön, mir haben die Farben ganz gut gefallen. Nehmen wir das mal ein bisschen mehr in den Fokus als vorher. So, ich greife jetzt wieder auf mein Referenzbuch zurück. Da gehe ich schnell auf die, kannst du schnell zeigen, genau, wie du das machst. Ich kann das ja mal auf ihrem Telefon. Ja, das ist quasi mein Moodboard an Sachen, die ich gerne hätte. Ja, so eine Stimmung zum Beispiel. Dann die Schlange als Referenz. Ja, hier so ein, das ist ungefähr der Vibe, den wir haben möchten. Und je nachdem, was ich dann davon nutzen werde, schaue ich dann immer dann auf mein Handy. Das ist das. Und im Moment kümmere ich mich erstmal um das Gesicht, weil da stören mich noch ein paar Sachen. Zum Beispiel die Augen. Im Moment sieht es ja so aus, als hätte sie ihre Augen. Gestern war es ja die Nase. Genau, die Nase ist okay.
Ja, ich kann echt unendlich manchmal an Bildern arbeiten. Das ist fast ein bisschen manisch manchmal. Und ich nehme jetzt wieder meine Buntstift-Brush. Diese hier, wenn die so schön ist. Und Christoph, ich bin in der Creative Cloud angemeldet, aber die Abo-Inhalte sind weiter gesperrt. Merkwürdig. Ja, tut mir leid, Tatjana. Leider, ja, geht das Live-Captioning nicht auf YouTube so gut. Ja, und das ist eine gute Frage an Christoph. Welches Abo hast du? Weil im Foto-Abo ist Fresco nicht inbegriffen. Genau, ja, okay. Das ist es. Also wenn du nur das Photoshop-Abo hast, dann ich meine das generelle Creative Cloud-Abo. Benjamin fragt Rufus, wie findet ihr denn eigentlich die Künstlerinnen, die bei Adobe Live zu Gast sind? Dich haben wir über Jamila gefunden. Genau, ich wurde empfohlen. Ja. Hey. Aber ich gucke mir Schön. natürlich auch ganz viel Behance an. Und da finde ich auch viele Gäste. Und ja, jetzt immer mehr werden uns Vorschläge gemacht. Das war so hart am Anfang. Muss ich ein langes E-Mail schicken jedes Mal Ey, und ach so, sagen, und hallo, ich erklären. bin Rufus Deuschler, ich arbeite mit Adobe auf dem Community-Team und wir machen eine Sache, die heißt Adobe Live und das funktioniert so und so und das würdest du interessiert sein? Und jetzt muss ich einfach sagen, möchtest du auf Adobe Live? Ja. Die Leute haben schon ihre Sachen gepackt. Okay, und hi Sarah von Soran. Welche Hallo. iPad-Größe würdest du empfehlen? Ich glaube, ich habe so ein 12,9 Zoll Mhm. iPad. Ist fast wie ein A4. Genau, ist eine sehr gute Größe, finde ich. Ist die Frage, das ist ja so ähnlich wie welches, also möchtest du es zum Zeichnen nutzen oder für Bildbearbeitung oder Ich zum denke, fürs Zeichnen ist Netflix-Streamen? es schon cool, die Größe, weil das Finde ich ist echt auch. wie ein Ja, A4-Blatt und ja, genau. die kleineren sind fast wie ein A5 und Ja, das ist dann halt zu klein, denke finde ich ich. auch. Man muss halt auch wissen, es ist ja nicht nur reine Fläche zum Zeichnen, man hat ja immer noch Menüpunkte nebenbei, Bedienoberfläche und ich hole mir manchmal auch die Referenzen hier direkt an die Seite. Da reicht dann auch noch der Platz aus. Tatsächlich finde ich die Größe ideal. Zu groß ist auch, also ich weiß gar nicht, ob es ein Ja, und größeres Soran gibt. meint Digital Painting, ja. Dann würde ich auf Genau. alle Fälle Genau. den größeren nehmen. Ist immer auch so die Frage vom Transport her. Also ich weiß nicht, wenn das jetzt noch größer wäre, würde ich, glaube ich, Probleme bekommen, das in alle Taschen zu kriegen. Oder dann würde es ja auch schwerer wahrscheinlich. Also.
Ja, genau, diejenigen, die den Namen ändern möchten hier, das geht, das, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hier auf adobelive.com, aber wie der Tim sagt, bald sind wir auf einer anderen Plattform. Mhm. Und wir sind bald auf Behance. Mhm. Und streamen dann Adobe Live auf Behance. Und eventuell grobes 3D-Grundmodellieren. Gibt's da gute Apps für 3D auf dem iPad? Da bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich leider auch nicht. Ja, bestimmt. Christa sagt auch definitiv, nur zum Browsen umständlich, zum Zeichnen definitiv groß. Ja, Netflix gucke ich jetzt auch auf meinem Handy, weißt du. Ja, aber ich finde es immer so cool, wenn man im Zug sitzt oder im Flugzeug und dann haben alle ihre Handys und halten sich so oder diese komischen Bildschirme und dann sitze ich immer und klappe mein iPad auf und lehne mich zurück und denke mir, yes. Und Thomas, ich arbeite auf dem 12,9 Zoll. Und meine Zeichnungen lege ich in Fresco fast immer in A2 an. Oh, das ist groß. Also nicht schlecht. Und druckst du die dann auch? Oder was machst du damit? Lädst du die nur hoch? Oder sind es Commissions? Bei A2 ist ja schon nicht klein. Zoll. Könnten die das nicht einfach 13 machen können? Und habe ich mir auch gedacht. Woher kommt diese Größe her? Du hast schon einen Kalender für 2020 ja, da. Genau. Gibt nur noch ein paar Stück, aber es gibt die noch. Ui, noch ein paar Stück. Er ist halt limitiert, deswegen. To 50 pieces only. Wow, okay. Es war tatsächlich ein Jahresziel, was ich mir gesetzt habe, dass ich einen neuen Kalender für 2020 mit vielen neuen Bildern füllen kann, weil die Jahre davor hatte ich manchmal tatsächlich nur 3 oder 5 Bilder gemalt oder manchmal sogar nur 2 und dieses Jahr habe ich glaube ich 8 oder 9 Bilder geschafft. Das ist für mich sehr viel, da war ich sehr happy. Genau, für diejenigen, die jetzt auch neu dazugeschaltet haben, ich brauche wirklich sehr lange für meine Bilder. Die sind eben so detailliert und so riesig auch, dass es im Schnitt 40 Stunden sind, manchmal sogar 70. Deswegen.
Order process complete. Was hast du denn gemacht? Einen Kalender gekauft. Oh, wie cool, wirklich? Ja. Oh Gott, danke schön, voll cool. Es ist aber nur noch einer da. Sorry, Leute, ist ausverkauft jetzt. Yay. Oh, da sind ganz viele Fragen im Chat. Ich war da so, wie gesagt, busy, da mein Order zu machen, bevor alle Kalender weg sind. Oh mein Gott, voll cool. Danke. Also. Ich schreibe dir auch gerne eine Widmung rein. Ah, gut. Du weißt, hier. Ich habe meinen echten Namen benutzt. Jetzt. Ah, hast du die Nachricht bekommen? Okay. Ah, Via Lucia hat die Hintergrundmusik gern und Soran. Ah, für 3D-Modellieren gibt es zum Beispiel von Autodesk das Fusion 360 und von Pixologic ZBrush auf dem iPad. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ZBrush. Das interessiert mich, weil das ganze Workflow jetzt mit Dimension und Aero, um Augmented Reality zu machen, ist ganz spannend und sehr, macht ganz viel Spaß. Und Jacqueline Hyde ist wieder dabei. Hallo. Kunde ist abgefertigt, T-fertig und wow, Sarahs Bild hat sich hervorragend entwickelt. Yay, danke schön. Modern take on the old masters. Und Thomas sagt dir, meist Auftragsarbeiten für Verlage, Werbeagenturen oder für meine eigenen Kunden. Ja. Lisa, Sarah. Du bist eine großartige Künstlerin. Oh, danke, dass wir dir über die Schulter schauen dürfen. Oh, danke, danke. Ja. So malt sich's doch gut. Und ja. So viele Komplimente ja. Oh. In der ganzen Zeit bekommt, Mensch. Und auf dem Handy ein Order reinkommt. Und auf jeden Fall. Favorite Day today. Wirklich. Ja, und eben deshalb sind wir auch hier mit Adobe Live, um euch eben die Möglichkeit zu geben, über die Schultern von Superkünstlern zu gucken. Wie diese Woche mit dem Marius, der Sarah und dem Lasse. Lasse mit seinem Photoshop-Tutorial, das um 2 Uhr anfängt. Und Thomas sagt, gibt es gute Plattformen, auf denen man seine Werke seriös anbieten kann? Was meinst du, Thomas? Ich würde natürlich sagen, sofort Behance. Aber ich glaube, da bist du schon. Die Frage, genau, wenn du die Prints verkaufen möchtest. Ah, okay, ja, vielleicht weiß ich auch. Nicht. Inprint ist gut, weil da musst du dich gar nicht um den Druck und das Versenden kümmern. Das machen die, du verdienst und dann die natürlich. Die Qualität ist. Ja, doch, das sind alles, ich glaube, weiß nicht, ob das Geekly-Prints sind tatsächlich, aber auf jeden Fall eine sehr gute Quality und ist halt schon was anderes, wenn du das selber verpackst und verschickst und druckst oder wenn du das abgibst. Wie heißt das? Inprint. Inprint. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Okay, und Christine ist mit riesen Tasse Kaffee zurück. Sehr gut, hey. Christine. Willkommen zurück. Oh, Tim hat was gekauft, könnte es sein. Auch Tim? Was ist denn hier los? Ui, siehst du? Es geht ja ab. Oh, krass. Dankeschön. Yay. Sebastian sagt, tolle Kunstwerke mit so vielen Details brauchen Zeit. Ja, das ist gut so. Ja. Zeit braucht man. Und Friedmar meint, der helle Schatten oberhalb des Mundes ist etwas zu groß. Das ist richtig. Aber hier sind viele Sachen zu groß oder zu klein. Das stimmt allerdings. Wie gesagt, es war ja gestern noch eine Art Skizze. Und das bist ja rausgezoomt und hast sofort gemerkt, da muss ich noch was machen. Ja, also an was wir heute noch arbeiten werden, ist auf jeden Fall nochmal der Bereich Nase, Mund. Und genau, das ist ja das, was wir jetzt machen. Wir rendern jetzt die Feinheiten. Ja. Ne? Wir nutzen jetzt das, was wir gestern gemacht haben und gehen jetzt hier nochmal drüber. Und der Tim war anscheinend da eifersüchtig. Der Kufus geht einfach im Stream shoppen und dann 2 Minuten später. So, jetzt habe ich auch einen. Cool. Ja. Du dachtest, du würdest noch Kalender nach Wien schleppen, aber nein. Alle weg. Wer hockt gerade selbst an eigener Illu während des Streams? Fragt Christoph. Sehr gute Frage und vergiss nicht, dass auf Discord
Das ist eine sehr gute Weise, eben auch die eure Arbeiten zu zeigen, um Feedback zu bekommen und so und eben von der Community ja, Feedback zu kriegen. Und lass mich mal gucken auf dem Discord. Ups, cancel. Ah, da. Fast 1500 sind wir schon da. Krass. Ja, das ist schon krass. Nice. Und Christoph meint Redbubble? Ja. Ja. Gab es gestern schon eine Fragestunde? Sonst habe ich ganz viele Fragen nach. Ja, bitte, gerne. Sebastian. Jeder Livestream ist eine Fragerunde. Ja. Deshalb sind wir auch live, um live die Antworten zu kriegen. Oh, der Tim hat einen Kalender für seinen Keller gekauft, natürlich. Für seinen Keller, ah, dann ist er gut. Ein wenig Licht und Farben in deinen traurigen Keller, Tim. Stell dir vor, es ist ein Fenster zu einer anderen Welt. Fenster? Ja, genau, ja. Der Kalender wird das Fenster zur Welt. Da bin ich ja froh. Ja. Und Soran meint, mag deine Illus sehr, hast mich jetzt auf Instagram an der Backe. Sebastian, nein, der Keller von Tim hat kein Fenster, aber jetzt mit dem Kalender von der Sarah, das wird ein Fenster. Ja. Tim war gestern schon dabei, ne? Der ist immer ganz fleißig und verlinkt alles und so. Ja. Nice. Ist unser Supermoderator. Mahlzeit, Ecki. Das tun wir auch nicht während dem Stream essen. Ja. Ich habe mir nur vorher so eine Brezel reingeballert, damit ich Energie habe und so. Und ich muss sagen, in München, die Brezeln sind schon lecker. Und so mit Schnittlauch und Butter. Das ist schon geil. Aber jetzt genügend. Sonst kommt mir auch der Hunger. Ja. Kein Food-Podcast, Livestream hier. Wie hat das ASM oder so? Oh, stimmt, Schmuckbang. Ja. Und jetzt sind 500 Leute schon weg, weil sie so nervt. Ja, Voldemort sagt, Wolf, Niff, Effen, ja, Brüssel, ja. Soran fragt dich, welche sind deine Inspirations- bzw. Referenzquellen in der Regel? Referenzquellen für Bilder suche ich vor allem auf Pinterest. Da gibt es ja alles von Porträts bis zu wunderschönen Fotografien, bis zu auch anderen Bildern. Und sonst Reisen ist Inspiration Nummer eins. Eigene Erfahrung, eigene Stimmung, die man so miterlebt. Animes, Serien, Games, Concept Art. Sebastian meint, Mahlzeit hat nichts mit Essen zu tun. Ah ja? Sagt man nicht Mahlzeit, wenn man eigentlich am Tisch schon, sitzt? Ne? Ja, eben. Mahlzeit, obwohl. Vielleicht ist es einfach guten halben Tag. Ja. Und gestern hast du noch erzählt, vielleicht noch Kopfhörer wolltest du rein? Genau. Das kommt dann auch noch. Wie gesagt, wir machen heute ganz viel Detailarbeit, total relaxing und entspannt und meditativ. Und mal schauen, wie wir dann den Hintergrund nochmal verändern. Ah, man sagt Mahlzeit nicht, weil man isst oder essen will. Mahlzeit ist fast das gleiche wie Hallo oder Moin. Okay. Aber kann man Mahlzeit zu jeder Tageszeit sagen? Mysterien, die hier gelöst werden.
Ab 11 Uhr sagt man Mahlzeit. Okay. Ich lerne jedes Mal etwas Neues über die deutsche Kultur. Benjamin S., ist das Benjamin Sterzenbach? Der war auch mit uns auf Adobe Live. Mhm. Coole Animationen. Was ich sehr schön finde, ist, dass wenn man hier was transformiert, so wie ich das gerade mit dem Auge gemacht habe, dass die Schärfe nicht verloren geht. Mhm. Das hat man ja manchmal bei Programmen, wenn ich jetzt hier was verändere, in dem Transformations, genau, darin bin ich jetzt hier, das ein bisschen quetsche oder so, dass trotzdem die Schärfe bleibt. Bin ich sehr froh drüber, weil das ist in anderen Zeichenprogrammen anders. Da geht Schärfe verloren. Sebastian T. meint, auf dem Bau wird bis auf morgens immer Mahlzeit gesagt. Rein Ruhrgebiet. Okay. Siehst du? Und Soran meint, auf dem letzten Instagram-Post sehe ich Stadtbilder. Wunderschöne Stimmungen. Hast du hier ein Foto gemacht und dann nachgemalt? Das habe ich bei einem Bild gemacht. Mhm. Das kann ich ja noch mal ganz schnell zeigen. War das Görlitzer Bild? Schon. Genau, das war bestimmt... Soll ich rausgehen? Ich wundere mich nur gerade, weil hier was weg ist. Gehen wir ganz schnell auf meine Website. Ah, okay. Genau, das ist nämlich das Hometown Glory, was du vielleicht meinst. Und da habe ich ein Foto genommen, das mache ich sonst nicht. Genau, hier, also so sieht es da wirklich aus. Das mache ich, wie gesagt, sonst nicht. Dann mache ich die Skizze und überlege mir, welche Teile ich zerstört haben möchte von dem Gebäude, wo welche Bildelemente sind und ganz wichtig, wo die Lichtquelle ist. Hier erkennt man das an diesen Pfeilen. Genau, dann fange ich an mit den Farben, dem Konzept, der Stimmung, die ich drin haben möchte. Und dann kommt die Reihenzeichnung in den nächsten Schritten. Also das, was sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt. Genau, also das zu deiner Frage. Und die anderen Sachen, andere Städte. Ich überlege gerade, was ich jetzt... Und Soran meint das mit der Treppe. Das ja. Auf linker Seite. Genau, das ist ein ziemlich altes Bild sogar. Das müsste 2012 gewesen sein. Mhm. Da habe ich auch viel mit Texturen gearbeitet und ja, ich habe damals viel geschrieben, hatte auch ein Romanprojekt, ist noch nicht dazu gekommen zur Veröffentlichung und habe mir dann 3D-Modelle von diesen Häusern überlegt und das Ganze dann eben verbildlicht. Genau. Das soll Patagonien sein. Da wollte ich schon immer mal hin damals, habe es dann auch vorletztes Jahr gemacht. Frank, das Bild Alles wird wahrscheinlich das letzte digital gemalte Bild sein, da mein Computer langsam senil wird. Ja, das hat Sarah gestern auch erzählt. Nein, das ist deins. Lese das Zitat von Sarah aus dem Jahr 2007. Sarah, jetzt bist du doch bei digital geblieben. Oh Gott. Ja, irgendwo steht das. Irgendwo hast du das gesagt. In 2007. Ja, kann sein. Ein bisschen creepy, dass du das rausgefunden hast, aber okay. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt zurück zum digitalen Malen gekommen, habe auch eine zweijährige Pause gemacht, eben weil mein Computer so alt war und habe dann nur traditionell gemalt. Aquarell und Tusche, sowas. Muss man aufpassen, was man hier so im Internet verbreitet. Ja, ja, was im Internet ist, ist immer im Internet, ja. Mhm. Ich habe mir überlegt, dass ich morgen vielleicht mal ein paar sehr alte Bilder mitbringe. Zum Beispiel auch das erste Bild, was ich jemals digital gemalt habe. Das war ich 14. Das ist sehr lustig anzuschauen, sehr niedlich. Mhm. Und damit ihr vielleicht einfach mal sehen könnt, wie jeder so angefangen hat. Und dass es nicht gleich von Anfang an super duper ist, sondern dass es auch immer eine Entwicklung bei den Bildern gibt. Und Christoph hätte sich einen Mix
aus dem jetzt noch Ungarn Photoshop für iPad und Fresco gewünscht. Naja, das natürlich, das haben wir auch gedacht, wie können wir das am besten machen? Wir hatten ja Illustrator Draw und Photoshop Sketch auf dem iPad. Eines konnte Pixel, das andere konnte Vektoren zeichnen. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Machen wir alles in das Photoshop rein oder denken wir echt an eine App, die für Illustration da ist? Und eben mit Fresco war eben die Idee, die beiden Programme zusammenzufügen, also die Pixel- und Vektorendateien in ein einziges Programm. Aber Fresco ist echt für Illustratoren und mit Illustratoren zusammen entwickelt. Da hatten wir eine riesen Community, die Fresco auch in der Beta-Version benutzte. Und eben das Feedback hat uns sehr geholfen, das perfekte Programm eben für Illustration zu machen. Oder wenigstens den Anfang vom perfekten Programm. Mhm. Photoshop fürs iPad ist natürlich ein ganz anderes Tier. Da denken wir mehr an Compositing, an Pixelbilder zusammentun. Und eben, was auch wichtig zu verstehen ist, ist, dass alle diese Programme dann, zum Beispiel von Fresco kann man auch schnell nach Photoshop weiterschicken oder wenn es Vektordateien sind, nach Illustrator. Und auch Photoshop für das iPad ist sehr mit dem Photoshop Desktop verknüpft. Also ich kann sagen, okay, mach das Bild jetzt auf dem Desktop und dann arbeite ich dort weiter. Was würde Jan Vermeer zu Fresco sagen? Gute Frage, Friedmar. Ah, das Zitat war natürlich von 2017, nicht 2007. Okay, sagt Frank F. 2017? Das letzte Bild. Warte, das kann auch sein. Warst du da in so eine Krise und hast gesagt, nein. Ja, ich glaube, das war das Bild, das heißt Alice, kann das sein? Ja, Alice, ja. Genau. Okay, ich dachte, es wäre älter. Seht ihr es so schnell? Wie geht die Zeit denn los? Ah ja, ich habe es schon gefunden. Okay. Feels like Erfurt.de. Das war tatsächlich auch das letzte Bild, was ich in Photoshop an meinem PC gemalt habe. Mhm. Ja. Das ist ein Interview von dir, ja. Mhm. Und Soran meint dann Hochhäuser rechts, Treppe links und oben Baum. Das ist das, was wir angeguckt haben vorher. Aber ja, Soran, wie gesagt, Sarah arbeitet manchmal mit Fotos als... Ja, also, genau. Ja. Also wie gesagt, bei dem Görlitz-Bild habe ich direkt in das Foto reingezeichnet. Mhm. Und am Ende sind vielleicht 20% von dem Foto übrig geblieben. Und sonst nutze ich aber ganz selten Fototexturen. Mhm. Das ist halt immer die Sache, ne? Man kann halt natürlich auch alles ausrendern, aber wenn wenn man statt 70 Stunden 40 Stunden braucht, ist das ja immer noch viel Arbeit. Und Helmut, benutzt du Fresco als Hauptprogramm für deine Arbeiten oder mehr als mobile Möglichkeit, weiterarbeiten zu können? Also Fresco benutzt sie erst seit Samstag. Genau. Ja. Was ich aber machen werde, ist, dass ich das als, ich würde sagen, als Sketching-Programm verwenden werde. Wie man jetzt hier sehen kann, das ist ja jetzt mehr als Sketching. Wir gehen ja hier schon ins Rendern. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, das weiterhin zu nutzen, weil die Brushes halt so schön sind. Für alles andere, wenn es dann komplizierter wird mit, sagen wir jetzt mal, Gebäude zeichnen oder hier große Lichteffekte, also so wie die Environments, die ich mache. Ich denke, dafür ist Fresco noch nicht da, aber für Portrait-Sketches... Und die andere Sache, die wir gestern erwähnt haben, was auch noch fehlt, ist Hue and Saturation, genau. Und ganze Layers. Genau. Da ist eben die Frage von Marina, wie kann man zum Beispiel die Haarfarbe umkehren, damit die Frau blond wird, aber der Haarverlauf bleibt. Ja. Genau, das geht leider noch nicht. Ich weiß nicht, ob das schon kommt. Wir haben ja gestern schon mal schnell geschaut, was alles noch auf dem Plan steht. Das fand ich auch ganz interessant. Also für die nächsten Monate, ja. Genau. Das können wir noch mal schnell zeigen. Wo war das jetzt? Da. Demnächst in Fresco. Perspektivisches Zeichnen, ganz wichtig. Symmetrie ist sehr cool, gerade für Porträts, die Frontansichten.
Verwischenpinsel. Gerade für diesen traditionellen Effekt nochmal. Mhm. Genau, also da kommt noch was. Mhm. Und Sebastian, Sarah hat also schon immer gezeichnet. Daher ihr Studium. Wo soll es hingehen? Daher mein Studium. Ich habe Literaturwissenschaft studiert. Das ist hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Genau, was war nochmal die Frage? Entschuldigung, sorry. Also du hast schon immer gezeichnet, ja. Genau. Wo soll es hingehen? Weiter. Weiter. Weiter mit dem, was ich mache tatsächlich. Natürlich würde ich gerne irgendjemanden haben, der für mich die Pakete packt, damit ich nicht immer selber zur Post rennen muss und dann da anstehen muss. Im Moment ist das alles noch total cool. Aber klar, immer weiter, immer mehr Leute erreichen, sich selber auch immer mehr fordern. Ich würde sehr gerne mal ein Artbook rausbringen irgendwann. Weitermachen. Vorwärts, immer. Genau. Okay, ich guck mal schnell auf User Voice, haben wir auch Adobe Fresco. Und das heißt Hue and Saturation. Mhm. Saturation Adjustment Layer. Genau. Schon 17 Votes. Okay. Mhm. Ist eine gute Frage. Das mache ich dann auch mit, das schicke ich dem Team. Und Jacqueline Heidt sagt, wie cool, Literaturwissenschaftlerin, wie ich. Echt? Cool. Ja, ich meine, es gibt schon eine Verbindung aus dem Malen von Bildern und dem Schreiben, weil ich finde halt, also man hat immer eine Narrative, die man erzählen möchte. Ja, man hat immer irgendeine Geschichte. Und dazu gehören Elemente, ob man die jetzt liest oder selber schreibt oder malt, ist eigentlich egal. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ah, Sebastian, ah, mit dem Studium war das auch so gemeint. Genau. Okay. Ach so, alles es passt gut. Nicht zum Zeichnen. Wie kam es denn zu dieser Studienentscheidung? Ja, ganz typisch. Ich konnte halt malen und dann ist man nach dem Abi so, dass man sagt, okay, was mache ich jetzt damit? Hm. Und alle sagen, damit kannst du kein Geld verdienen. Hm. Mach das mal lieber nicht. Geh mal lieber auf die sichere Seite. Die Frage ist jetzt, ob Literaturwissenschaft die sichere Seite ist. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Das ist quasi die andere brotlose Kunst, die Literatur. Das war ein bisschen lustig. Ich war aber sehr gut immer im Deutschunterricht. Ich habe, wie gesagt, sehr gerne geschrieben selber, auch sehr gerne gelesen.
Und dann dachte ich mir, warum auch immer, dass es cool wäre, Literaturwissenschaft zu studieren. Ja. War nicht so meins tatsächlich, aber kann mir vorstellen, dass das eigentlich eine coole Sache ist. Marina, wofür ist Fresko gut? Für welche Bildbearbeitung? Also Fresko ist gut für Malen und Zeichnen und Skizzen und alles, was du normalerweise mit, ja, eben mit Wasserfarben, Ölfarben, Bleistiften machen würdest auf einem Stück Papier. Sebastian, kommt der eigentlich von Instagram? Kann das sein, dass ich dich von Instagram her kenne? Sebastian T. Kommt mir so bekannt vor. Ist das wie ein 6-Stunden-Interview, oder? Ja. Aber ich freue mich ja, dass alle so interessiert sind und so. Voll schön. Und Jacqueline Hyde meint auch, dass ein Literaturstudium einen mit einem endlosen Vorrat an Stories versorgt. Das stimmt. Inspiration kommt ja von überall. Und Sebastian sagt, ups, erwischt. Ah, cool. Die Expression auf dem Gesicht ist echt klasse. Das ist wirklich so in ihren Gedanken verloren. Ja. Deswegen feile ich jetzt auch so lange dran, weil das ist immer tricky, das so hinzubekommen, dass da auch eine Emotion drin zu erkennen ist. Weil so ein schönes Gesicht, da sage ich mir immer, kann jeder, also kann man recht schnell malen, aber mit Ausdruck, das ist immer sehr tricky. Ich muss ja auch sagen, jetzt hier Münder malen ist nicht meine Komfortzone. Das ist gerade. Das fordert mich ein bisschen. So Blätter malen, Pflanzen, Bäume, das geht mittlerweile recht schnell. Oder Himmel, Wolken. Aber Gesichter sind immer, das ist nämlich das Ding, das wir als Menschen immer sehen. Und wenn da etwas falsch ist, das merkt man sofort. Ja, das ist echt so. Ja. Deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn ich lange an einem Bild arbeite und lange drauf gucke, fallen mir manchmal Fehler nicht auf. Deswegen manchmal ganz gut, das einfach wegzulegen, zu spiegeln oder nochmal raus zu zoomen und zu gucken. Schwierig. Und Jacqueline Hyde, wie hast du die weißen, schärferen Konturen im Haar erzeugt? Oh, das war ganz cool. Da können wir ja mal gleich einen Exkurs machen. Wie gesagt, lasst euch mal nicht jetzt von dem komischen Mund hier ablenken. Das mache ich nachher noch. Wir sind ja hier mitten im Prozess. Ja. Okay, wegen den Strukturen im Haar. Das sind diese hier. Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Muss ich jetzt mal schauen, ob ich den Pinsel wiederfinde. Wir haben ja jetzt wirklich eine Auswahl an verschiedenen Elementen. Ich glaube, ich bin auf trockene Medien gegangen und dann... Graphit, Conté-Stift? Nee. Ich suche den mal schnell... Malerei. Was wir suchen, ist einen Pinsel, der sehr scratchy ist, wie so eine Hake fast. Hakenpinsel steht da. Hast du schon gefunden? Okay. Ja, unter Hakenpinsel, genau. Und da haben wir jetzt hier die Möglichkeit Hake, Struktur. Und dann versuchen wir das mal in Schwarz. Ja, das ist es. Genau. Seht ihr das? Das ist ziemlich cool. Und das mache ich in den Haaren jetzt so, dass ich hier drüber gehe, so wie der Verlauf der Strähnen ist, in die Richtung, so, ich muss mal ein bisschen aufdrücken,
ruhig ein bisschen, wie sage ich immer, so schludern. Das kann ruhig ein bisschen loose sein und spontan. Man kann es ja am Ende immer noch anpassen. So. Auch Tim meint, cool, die Hakenpinsel habe ich noch nie verwendet. Genau, dann kann ich ein bisschen runtergehen oder auch nicht. Finde ich echt eine schöne Sache für Haare immer. Es muss, wie gesagt, finde ich auch nicht immer ausgerendert und perfekt hyperrealistisch aussehen. Das ist ja das Coole bei Fresco, dass es möglich ist, hier auch so einen traditionellen Loosen-Style zu machen. Genau. Das nehme ich fast immer für Haare tatsächlich, so eine Brush. Ein Smiley in meinem Café. Was hast du? Ein Smiley in meinem Café. Oh, guck, Gott. Das zeigen wir gleich. Das ist heute. Ja, ist heute, mein Tag. Heute ist dein Tag. Zeig mal. Tada! Oh, toll, oder? Mann, so viele Zeichen. Könnt ihr mal schreiben, was euch heute Schönes passiert ist oder auf was ihr euch heute freut. Dass wir ein bisschen positive Vibes mit reinbringen. Und Sebastian T. meint, wie, noch keinen persönlichen Paketzusteller? Gab es denn trotzdem Rückhalt aus der Familie, Freunde, wenn man eine künstlerische Karriere einschlägt? Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter findet das total cool. Die supportet mich da auch mega und die ist immer, die fährt auch manchmal mit zu den Messen und ist dann meine Standhilfe, beste Standhilfe, bringt dann immer Essen, Kaffee und es ist so süß einfach. Meine Oma findet das auch toll. Ja klar, am Anfang war meine Familie sehr so, ja lass mal machen, die kommt dann schon wieder auf den Boden der Tatsachen und so, aber jetzt dadurch, dass ich davon leben kann, finanziell unabhängig bin, finden meine Eltern das, glaube ich, ganz cool. Ja. Doch. Ja, die Eltern, die wollen ja immer das Beste. Genau. Und manchmal ist es nicht das Beste. Ja. Nee, aber ich muss sagen, meine Eltern haben mich eigentlich wirklich immer unterstützt und haben mir nie irgendwie gesagt, du musst das machen, damit du dann durchstarten kannst. Oder so. Sie haben mir echt viel Freiraum gegeben und hatten auch immer Vertrauen tatsächlich, dass ich meinen Weg gehe. Doch. Jacqueline sagt, ah, super, danke, hat er den Hakenpinsel bis jetzt nur für abstrakte Muster benutzt. Genau. Probiert euch wirklich gerne mal mit diesen, diesen verrückten Pinseln auch aus, diese Strukturen und so weiter. Man muss das nicht nur für Muster nutzen. Auch zum Beispiel jetzt im Skintone machen wir vielleicht nachher noch einfach mal reingehen mit einem verrückten Pinsel und gucken, was da rauskommt. Das ist ganz spannend. So, jetzt muss ich mich kurz ein bisschen sammeln. Wo waren wir jetzt? Skizzieren, Buntstift. So. Ich sehe gerade. Lisa, hast du auch was bestellt? Boah, hier geht's ja ab. Ah, okay. Hier, Verkaufssendung, Papier, you art. Vielen Dank, Lisa. Siehst du? Auf Adobe Live kommen ist fast wie auf eine Convention gehen. Das ist sogar besser wahrscheinlich. Sogar besser. Und wir haben ja auf Adobe Max vor ein paar Wochen gezeigt, wie man auch von den Apps streamen kann. Und ich glaube, Fresco ist eine von diesen Apps, die das bald kriegt. Mhm. Kannst du direkt von Fresco auf Behance streamen, während du zeichnest und so. Und das ist auch eine gute Weise, eben Promotion zu machen für deine Arbeiten und auch mit der Community zu chatten und so, während du arbeitest. Ich hätte mir das immer nie zugetraut, dass ich malen und reden kann. Mhm. Ich war da mal sehr strikt und dachte, oh Gott, aber es ist voll entspannt. Ja, also, man kann es machen. So also wahrscheinlich werden die 40 Stunden 80 Stunden, aber... ja. Genau, heute malen wir in 8 Stunden eine Nase. So. Und Lisa sagt gerne.
Sebastian fragt, wenn Bilder auf der Homepage nicht mehr verfügbar sind, ist das endgültig oder wird noch doch nochmal nachgedruckt? Kommt immer auf das Bild drauf an. Manche sind, wie gesagt, sind limitiert, die gibt es dann nicht mehr. Und wie der Kalender? Genau. Und andere, wenn da die Nachfrage sehr groß ist, dann kaufe ich die doch noch nach. Aber hin und wieder sind es immer nur einzelne Leute, die nach Motiven fragen, die sich einfach nicht gut verkaufen, wo ich dann sage, so groß ist mein Zimmer nicht, dass ich so viele Bilder an verschiedenen Motiven und vielleicht da könnte es ein Service sein, der die dann druckt und verschickt. Das könnte man auch machen. Für solche Bilder. Ja, ja, ja. Und Lisa freut sich schon auf deinen Kalender. Marin, unser Kühlschrank ist gestern kaputt gegangen. Danke für die Information. Hä? Und jetzt bekommen wir wahrscheinlich einen komplett neuen. Okay. Ah, so. Und da es nicht unser Kühlschrank ist, müssen wir auch nichts dafür bezahlen. Marin, okay, bist du im richtigen Chat? Ich habe ja nach positiven Sachen gefragt. Ah, wahrscheinlich deswegen. Ja, natürlich. Super positiv. Okay. Yay. Oh je. Ja, Tim hat es auf deiner Seite mit dem Gutscheincode Kellerkind probiert, aber es ging nicht. Da musst du mir das nächste Mal Bescheid sagen, dann mache ich das für dich. Also. Aber manchmal lasse ich den Tim raus und da kann er auch hier hosten. Ja, ja. Okay. Dann manchmal hat er mal sitzt er hier. Ja. Durch das Fenster da oder ja, durch das genau, richtige ja. Licht. Ja. Ganz schön schwer hier gerade. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, uff, das ist tricky. Das geht nicht so leicht von der Hand. Da ist immer irgendwas, was stört, was noch nicht so gut aussieht. Aber weitermachen und prüfen und testen und weitermachen. Ja, Sarah Ecki, der Rubus hat seine Jungs im Griff, ja. ja, Chan, du darfst essen gehen. Okay, aber 10 Minuten, okay? Der böse Rufus. Und Marina fragt, sind diese Bilder auf der Seite digital gemalt? Ja. 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 Ich habe aber eine Galerie, da kannst du auch nach traditionellen Bildern gucken oder mein Sketchbook anschauen. Und Sebastian T., ich hoffe, ich finde morgen nochmal Zeit. Leider Termine, viel Spaß beim Zeichnen. An meiner Wand ist noch jede Menge Platz. Okay, cool. Voll cool, dass du so viele Fragen gestellt hast. Tschüss. Tschüss, Sebastian. Wir haben noch eine Stunde heute. Okay, Mann. Ich habe es ja zum Glück schon angekündigt, dass heute kleine Schritte gemacht werden, kleine, feine Schritte. Aber wenn man sich das jetzt nochmal anschaut im Auge, sieht man schon einen Unterschied, denke ich. Ja.
Marina, kannst du bitte Link zu deiner Galerie posten? Das ist auf derselben Seite. Galerie, oder? Genau, ich weiß jetzt nicht, ob sie auf meinem Instagram ist. Genau, also einmal hier, Galerie, und dann klickst du da drauf und dann kommst du in das Menü. Mhm. Ah, okay, vielleicht deswegen, naja. Black on White sind die Tuschezeichnungen. Die hast du hier. Und dann Watercolor, natürlich die Aquarellzeichnung. Genau. Und Sketchbook. Das war ganz lustig. Und auch Marin sagt, ich überlege auch noch ein Bild von Sarah zu kaufen, einfach weil sie so schön sind. Oh, cool, Mercedes. Hallo, ist neu hier und finde es super. Hallo. Freut mich immer, wenn neue Leute reinkommen in den Chat. Und Sir Ecki sagt, ich finde die Preise für die Bilder viel zu niedrig. Das ist, ja, ich meine, das ist ja das Coole. Ich kann sie auch immer anpassen. Und wenn die Nachfrage steigt, muss ich gerade sagen, werden sie wahrscheinlich auch teurer. Aber ich versuche immer ein Mittelmaß zu finden aus, dass man sich das leisten kann und dass es für mich irgendwo auch ertragreich ist. Das ist eine schwierige Balance. Genau, ne? Genau. Aber zum Glück ist es eine Balance, die du entscheiden kannst. Genau, ja. Viel zu viele Künstler auf den Messen verkaufen sich auch unter Wert. Da gibt es wirklich Originale, die für 25 Euro Auftragsarbeiten, original gezeichnet, 20 bis 30 Euro rausgehen. Große A2-Drucke für 20 Euro, wo ich mir denke, das ist doch von den Druckkosten allein schon nicht rentabel. Also Leute, seid da selbstbewusst und verlangt auch das, also verlangt mehr, als ihr denkt tatsächlich. Man hat so ein Bild ja auch für die Ewigkeit. Es ist ja nicht irgendwie was wie Essen, oder irgendwie ein Konzert, was vergeht nach einer Zeit. Ja, das hat man ja wirklich lange. Und Thomas fragt dich, wie klappt das mit dem Shop? Musst du die Prints auf Vorrat anlegen oder werden die Aufträge direkt an die Druckerei weitergeleitet? Nee, das geht alles über meinen Shop. Und dann habe ich bei mir ein großes Kartoffelregal, wo die Prints und alles Mögliche gelagert ist. Und dann suche ich das raus, verpacke das und renne zur Post. Und der Tim will jetzt einen Reverse-Gutscheincode. Nein, kriegst du nicht. Quasi ein Schlechtschein-Code. Ah, als ein Gutscheincode, okay. Und Sir Ecki, mach mal Bilder zu Tischfußball, dann kaufe ich die über unseren Verein. Ja. Ecki. Kommt noch. Ja. Stay tuned. Ja, ja. Bleib dran. Oder wie war das? Wir melden uns bei dir, soweit es was gibt. Okay. Mercedes. Schwierig. Konnte ich auch in Ausland euch weitermachen, zum Beispiel in Peru? Ich weiß nicht, was du meinst, Mercedes. Das zu streamen wahrscheinlich, ja. Dass ich das im Ausland streamen kann. Ja, manchmal haben wir auch Leute aus Amerika hier im Chat, die Google Translate benutzen, cool. Um Fragen zu stellen. Haben auch viele angefragt tatsächlich, ob wir Englisch streamen und das Englisch machen. Genau, Marin, kein Mitleid für den Kellerkind. Oh, Thomas, das ist ja lieb. Hat er einem Tim geschrieben, ich schenke dir einen Druck, such dir was aus meinem Behance-Account aus, weil heute schon Weihnachten ist. Voll die Charity-Aktion. Genau, ja. Für ihn, ja. Ne? Oh, der Tim, der hat, plötzlich hast du einen. Ja, Save Tim. Save Tim, ja, Hashtag.
gerade jetzt so Weihnachten. Denk doch mal an die anderen. Hashtag doch Tim in seinem Keller. Tim retten. So. Ach Leute, ich wünschte, ich wäre hier schneller mit dem Mund fertig. Dann könnte ich euch noch ein bisschen mehr zeigen, aber so ist es nun mal. Ne? Ja. Ist ja hier nichts, wie sagt man, gefaked und poliert, sondern total live und real. Und so ist es manchmal. Manchmal struggelt man eben ewig an was. Gehört dazu. Voldemort, ich habe mich heute schon als Nachtschattengewächs bezeichnen lassen. Nachtschattengewächs. Das hört sich ja trüb an. Es sind ganz schön viele traurige Figuren da im Chat, oder? Leute, geht mal raus. Nach dem Stream könnt ihr rausgehen. Nein. Ja, Voldemort hat uns auch hier im Studio besucht einmal. Ja. Ich habe die Story schon gehört, dass der oder die, dessen Namen nicht genannt werden darf. Deswegen, genau, ne? Ja. Mhm. Aber apropos rausgehen, ich war auch als ich viel gemalt habe, dann nach dem Abi oder während der Schulzeit, ich war auch nur immer in meinem Zimmer und habe gemalt in den Sommerferien. Ich war immer in meinem Zimmer und habe gemalt, nichts anderes. Bin nie rausgegangen. Das Denglisch ist stark in den Streams. Ach, okay. Meinst du Mesh natürlich, ja. Manchmal erfinde ich auch Worte. Und Thomas wird einen Hashtag im nächsten Insta reinposten. Sehr gut. Und Voldemort, leg ja doch ein Tuch über den Mund. Das habe ich, Das klingt total blöd, aber kennt ihr vielleicht in Japan, also als ich da war, rennen die ja immer mit diesen Cappies, also mit diesen Dingern rum, die hier so drüber sind, die dann auch irgendwelche lustigen Muster und so haben. Problem solved. So, fertig. Ja. Nee, wir kriegen das schon hin. The end is near. Und Kai fragt dich, wie ist das mit dem Marketplace auf deiner Seite? Da bietest du ja Content von anderen an. Bekommst du anteilig was ab oder 100%? Marketplace auf meiner Seite? Content von anderen? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee. Nein. Was meinst du? Achso, meinst du so die Fanarts oder? Nein, auf ihrer Seite ist nur ihr Content. Oder vielleicht hat er eine Seite gefunden, wo jemand Content von dir verkauft. Dann schick mir das bitte mal. Ist das dir schon passiert? Oha, ich habe eben nur gesehen, dass meine Bilder für so Webseiten verwendet wurden, jetzt nicht direkt im Verkauf. Man hat es aber tatsächlich auf den Messen ganz oft, dass man Bootleg sieht, wo wirklich Bilder von anderen Künstlern einfach in Mappen landen, die für einen 20er verkauft werden. Freund von mir ist das passiert. Direkt, wo das Artwork geklaut wurde. Und bei mir war das nur sowas wie, ja, ich nutze es als Wallpaper, als Handy-Hintergrund und dann ist voll okay. Ja. Aber ist schon ärgerlich. Ja, ist immer, ich wusste damals auch nicht so richtig, wie ich reagieren sollte. Ich habe dieses Bild, das Görlitz-Bild, das postapokalyptische, frisch gemalt und dann waren die Görlitzer so begeistert und dann waren wir im Gespräch mit Freunden, standen wir so in der Runde und dann meinte halt der eine, hey, wie jetzt, welches Bild meinst du das? Und zeigt mir sein Handy und hatte das halt als Hintergrundbild. Und klar, es ist cool, dass er das Bild so feiert und so weiter, aber es war auch ein bisschen schamlos, das einfach so zu verwenden für sich. Und er wusste halt auch gar nicht, wer ich bin oder wer das gemalt hat und so weiter.
Schwierig, aber deswegen jetzt auch sozusagen hier, lass es. Das ist noch tolerabel. Also das ist mir auch mal passiert mit dem Kyle Webster. Da kam ein Grafiker vorbei und hat gesagt, ja. Und der ignorierte dann Kyle total. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du, wer das ist? Das ist der Kyle Webster. Und Felix fragt dich, hey, bist du auch demnächst auf der Comic-Con in Dortmund? Ja, bin ich dabei. Meine letzte dieses Jahr. Und dann? Dann wollte ich vielleicht nach Südafrika, Pause zu machen und ganz viel zu malen. Mhm. Und ich bin immer so ein Wetterflüchtling. Im Januar finde ich es immer ganz fürchterlich in Deutschland. Mhm. Und dann denke ich mir, hey, Südhalbkugel, Sonne. Genau. Ja, Christoph meint, ich freue mich, wenn jemand meine Bilder verwendet. Wohlgemerkt privat, natürlich. Mhm. Ich sehe das wie die Amis eher unter Fair Use Policy. Mhm. Es ist ärgerlich, wenn Bootlegs gedruckt werden. Oder wenn plötzlich T-Shirts rauskommen und Sachen. Ja, genau. Das hatte ich auch mal bei einem Kumpel, der malt sehr detaillierte Illustrationen von Dinosauriern und der hat dann irgendwann in Brasilien gesehen, dass jemand einen Shop eröffnet hat und T-Shirts mit seinen Motiven gedruckt hat. Das ist halt auch so, puh. Ja, ab in den Süden, da Sonne hinterher. Toll, ja, jetzt habe ich den DJ Ösi ja Ohrwurm. Ja. Hey, wie? Ab in den Süden. Sorry. Ah, das ist ein Lied. Ja. Okay. Schnell wieder. So ein Schlagerlied. Ja. Danke, Tim, du hast mir die Sache total verwirrt jetzt. Ich lese den Tim nicht vor, während er da über das Lied schreibt. Ich will das nicht weiter verwirren. Das ist gut. Ja. Ich habe es trotzdem noch im Kopf. Also Wien und Dortmund noch. Genau. Und Pedro kommt aus Kolumbien. Wow. Hallo Pedro. Hola. ¿Qué tal? Okay, jetzt voll das Schlager-Diskussion im Chat drinnen. Wir haben heute alles. Kühlschränke, Schlager, Keller. Kennt einer die kleine Kneipe in unserer Straße? Die kleine Kneipe in unserer Straße? Nein. Kennst du nicht? Okay. Nee. Nein. Voldemort sagt, okay, ist das ein Vorkriegslied? Ich muss auch irgendwann an einen Urlaub denken. Ich habe so lange keinen Urlaub gehabt. Hast du ein Ziel, wo du schon immer mal, du warst wahrscheinlich schon überall, oder? Also, gibt es irgendwas? Costa Rica. Will ich hin. Es wäre toll, wenn ihr Tim live einblenden könntet. Das können wir nicht, im Keller ist es zu dunkel. Ich kann sagen, wir können ja so einen Keller zeigen. Ja. Aber
der Tim hat auch gehostet hier auf Adobe Live in Deutschland. Und den kann man auch auf YouTube in den Replays sehen. Helmut, gute Frage. Sag mal was zu Discord. Streamt ihr da auch oder ist das nur zum Kommunizieren? Also wir haben uns eröffnet, eben um kommunizieren zu können mit euch zwischen den Streams. Weil hier in Deutschland haben wir den Stream ja 3 Tage pro Monat, aber nur einmal. Und das fand ich schade, dass eben zwischen den Streams eben die Kommunikation runterging. Und deshalb fand ich es ganz toll, eben mit Discord da weiter zu quatschen und eben zu kommunizieren. Und ich wusste nicht, dass man auf Discord streamen kann. Das wusste ich nicht. Mhm. Wie denn? Und wie gesagt, bald im Januar geht es dann weiter und sehr wahrscheinlich wird das dann auf Behance sein. Tim meint, wir hatten mal die Kellercam. Das war einfach ein schwarzes Bild. Und manchmal kam so ein Schatten vorbei. Da hatten alle viel zu viel Angst. Ja, die Kellercam musste ich ausschalten. Mit Jumpscares und so. Dann kommt er vor die Kamera gesprungen und so. Ja, da gibt es doch Infrarotlicht dafür. Ja, das wäre aber super creepy. Dann wäre der Tim ganz grün da. Oh Gott. Paranormal Activity, Adobe Live, genau, Keller Edition. Ja. Und Thomas fragt, bist du auch auf den Forward Festivals? Nee, was ist denn das? Nee. Nein, das sind so Design Festivals. Ich bin aber wahrscheinlich, falls ihr das kennt, auf der IFCC. Das ist so ein großes, wie heißt das? International Festival of Creative Communication in Kroatien. Das ist ganz schön da. Ah, man braucht erst ein Spiel, dann kommt in Discord unten links eine Nachricht, wo man live gehen kann. Ah, okay, aber nicht wie hier auf Adobe Live mit Kameras und so. Also man würde den Bildschirm streamen, denke ich. Habe es eher für kleinere Gruppen gedacht. Maximum liegt bei 10 Personen oder so, ja. Ja, Friedmar, hast auch recht, es gibt doch Kameras für Wildaufnahmen im Wald, ja. Ja, die Legende vom Kellerkind. Da könnte man ein schönes Buch schreiben. Was dir auf Behance nicht gefällt, Sir Ecky, ist, dass man keinen Nickname benutzen kann auf Behance. Ich gehe mal auf mein Behance-Profil und gucke mal, was man da alles machen kann. Sign in. Ah, aber doch, auf Behance kannst du doch auf deinem Adobe ID kannst du deinen Screen Name ändern. Also mein Screen Name ist Rufus Deichler natürlich. Aber es könnte auch Sir Ecky sein. Change Screen Name. Ich denke, das passt dann schon. Ich probiere mal. Screen Name successfully updated. Gehen wir mal zurück.
Ah, aber ich bin ja nicht da. Ich bin hier nicht mit meinem Adobe ID eingeloggt. Ja, Marine ist auch überhaupt nicht creepy, wenn Tim dann mit leuchtenden Augen in die Kamera guckt, mitten im Dunkeln. Und Friedmar sagt, Licht und Schatten sehr gut in diesem Bild. Dankeschön. Das motiviert mich, weil ich denke hier gerade, oh je, ich sollte das jetzt viel schneller fertig haben. Aber das ist, ich meine, ich arbeite jetzt noch so lange dran, bis ich sage, es reicht. Und selbst wenn ich mit dem Mund nicht fertig werde, werde ich heute Abend nochmal dran arbeiten und dann ist morgen was anderes nochmal dran. Also du konzentrierst dich schon auf eine gewisse Sache, bis du froh damit bist. Und weil viele hüpfen von einem Teil der Illustration zum anderen. Ich mache das auch sehr gerne, aber ich arbeite tatsächlich immer an dem Teil, der mich am meisten stört. Und das ist wirklich gerade der Mund. Mhm. Und ich denke auch, wenn man viel Wert auf die Face Expression legt, das ist schon wichtig. Und sicherlich ist es noch nicht perfekt. Es kann sein, dass ich dann später im Ende nochmal was mache. Ja, okay. Wie gesagt, ist noch nicht perfekt. Hier ist noch Potenzial, was zu machen. Ich lasse es jetzt aber erstmal mit dem Mund und gehe jetzt noch mehr über die Haut. So. Das haben wir jetzt quasi in die letzten Minuten gemacht. Wir haben noch 30 Minuten. Das ist okay. Patrick, Designerauge. Oh, war schon lange nicht mehr auf Behance. Das ist ja jetzt fast wie Instagram. Also Behance ist schon eine coole Plattform. Ja, da sind Videos recommended. Und, ah ja, genau. Ja, mit den Stories, mit den Livestreams. Creative Community. Und gerade ist die Maddie Belwar. Kennst du die? Nee. Gerade live auf Behance. Hallo Maddie.
Ja, wie gesagt, ich benutze auch Behance ganz viel eben auch, um Gäste, neue Gäste für Adobe Live zu finden. Mhm. Und dann gibt es auch Versionen eben für Unternehmen, um das richtige Talent zu finden. So, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich wollte jetzt einen etwas positiveren Gesichtsausdruck geben. Sieht man das ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Ja, manchmal sind es wirklich nur kleine, feine Pinselstriche, die was ausmachen. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht fertig. Okay. Ich probiere mich jetzt mal ein bisschen mit dem Licht aus, weil wir haben ja hier so ein schönes Dämmerungsabendlicht und dann probieren wir jetzt nochmal ein paar andere Sachen. Friedmar fragt, wie wäre es mit einer kleinen Perle im Ohr? Oh, ja. Ohrringe kommen später tatsächlich. Ja. So Schmuck und so weiter. Wie gesagt, sie soll ja noch Kopfhörer bekommen. Das kommt dann noch. Aber danke für die Idee. Also Schmuck ist eigentlich immer so ein Listpunkt, oder? Genau. Ich meine, das können wir ja können wir jetzt schnell machen. Ob wir das dann beibehalten, ist eine andere Frage. Aber hey, warum nicht? Friedmar, das ist für dich. Oh, und Voldemort fragt, wo ist die Schlange eigentlich? Das ist richtig, stimmt. Die habe ich erstmal auf die habe ich erstmal in eine Gruppe gesetzt und ausgeschaltet. Mich hat es irgendwie ein bisschen abgelenkt und so richtig bin ich nicht warm geworden mit der Idee. Vielleicht kommt sie am Ende nochmal. Und dann werde ich sie ausrennen, aber Work in progress. Genau. Fand ich sie irgendwie ablenkend. Ja. Als ich so 10 war, kam ich mit einer Schlange nach Hause. Was? Ging ins Vivarium, hat eine Schlange gekauft. Echt? Ja. Cool. Was haben deine Eltern gesagt? Mein Vater war ganz okay damit, meine Mutter ein wenig weniger, aber... Hast du ihren Namen gegeben? Das erinnere ich mich leider nicht, die ist dann irgendwie verschwunden. Aber Voldemort passt auf. Ja, ja. Ganz aufmerksam. Wo ist die Schlange eigentlich? Ja. Ja, genau, Christine. Bei der Erkältung, die sie gerade hat, wäre ein warmer Schal genau richtig, ja. Das ist eben die Zeit der Erkältung. Ja, genau, Voldemort. Beruhigt die Nachbarn immer, wenn Schlangen aus privaten Haushalten verschwinden. <ja. lacht> Aber es war keine, das war nicht so eine Schlange. Aber die wurde dann auch gefunden. Das wurde mir dann erst viel, viel später erzählt, dass sie die Schlange tot gefunden haben. Oh, ja. Nein. Also nicht mal mehr die Schlange, nur die Knochen von der Schlange halt. Ja. In irgendeinem Mausloch in der Wand. Ja, gute Besserung, Christine. Ja.
Und um 2 Uhr geht es hier weiter mit dem Lasse, der seinen Photoshop-Tutorial hat, jetzt sein 2. Tag, das ist Intermediate. Eben Photoshop, um eben diese Sachen zu machen, wie er die macht, diese Compositing, sehr, sehr cool. Ja, ein interessanter Stream diese Woche. Video, Illustration und Photoshop. Friedmar fragt, wie wird der Titel des Bildes heißen? Das entscheide ich meistens immer am Schluss. Je nachdem, wie es am Ende wird, tatsächlich. Das ist ja hier gerade auch ganz spontan alles, ohne große Planung. Jacqueline, hi, du kannst doch ihr doch eine Tasse Tee mit Arrow schicken. Dann kann sie deine Tasse Tee in die Augmented Reality auf ihren Tisch setzen. Das wäre cool. Ob sie davon gesund wird? Ja, das ist eine andere Frage. Aber und Marin sagt, Bild ohne Schlange. Snake No More. Ich schiebe das Mikrofon ein wenig runter. Ist ganz versteckt da hinten. Ich weiß das. Das ist Konzentration hinter dem Mikrofon, ja. Aber. So, das habt ihr jetzt bestimmt gesehen, dass ich jetzt hier ein bisschen was mit dem Licht gemacht habe. Vorher, nachher. Passend zu dem Hintergrund. Dass wir hier auch mal ein bisschen Action haben und sehen, dass eigentlich was passiert. Okay, so langsam bin ich sogar zufrieden. So langsam. Ja, und das Licht hat jetzt noch mal was ausgemacht. Ja. Ne? So. Die Sonne ist vor ihr. Also ja, auf dieser Seite halt. Ja. Genau. Tja, trotzdem ist im Hintergrund eine Sonne. Ist es ein Paralleluniversum, wo es zwei Sonnen gibt? Wo ist die Sonne im? Hier. Ja, da. So hier in diese Richtung. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, so strahlt sie von, also wenn jetzt hier die Sonne ist, strahlt sie von da. Okay. Ah, der Tee wird dann wohl ziemlich ziehen müssen, da ich das Programm noch nie geöffnet hast. Okay, Jacqueline Heitsch, es ist nie zu spät. Adobe Aero ist ziemlich cool. Ich glaube, ich habe auf meinem Twitter habe ich ein paar Beispiele gemacht. Als ich letzte Woche in Indien war, da habe ich mich selbst auf ein Hüpfe auf dem Bett rum. Habe ich gesehen, stimmt. Das sieht sehr verrückt aus. Sowas hier macht mir immer sehr viel Spaß, wenn man dann so kleine Lichthighlights setzen kann, wo man denkt, okay, das macht im ersten Moment vielleicht nicht viel aus, aber dann im Nachhinein ist das wirklich, hat es einen sehr schönen Effekt immer.
kann man auch gut von Partien ablenken, die nicht so gut ausgearbeitet sind wie im Mund. Aber hey, morgen ist auch noch ein Tag. Der Chat ist um diese Zeit immer sehr ruhig. Die sind bestimmt alle am Essen oder so. Ja, Mittagessen. Mhm. Aber es wurden schon viele Fragen gestellt und so. Also, das war cool. Ja, Christine. Sie macht an ihrer Seite 15 weiter. Die wandert jetzt auf die Cloud, damit der Co-Autor kommentieren kann. Adobe Cloud ist für mich fantastisch. Danke, Christine. Ja. Collaboration. Das ist eine Sache, auf der wir sehr viel arbeiten werden, auch nächstes Jahr. Das haben wir jetzt schon geschafft als Beta in Adobe XD, damit mehrere Leute auf ein Dokument kommen können und alle zusammen drauf arbeiten können im selben Moment. Mhm, Wahnsinn. Ja. Ah, und Voldemort muss mal arbeiten. Ja, natürlich, muss man auch. Wenn ich vom Chat wegschauen. Und Irene sagt, ich bin aber mit einem Ohr immer bei uns. Sehr gut, danke. Am Arbeiten. Und Ruth sagt, das ist mein Lieblingslicht. Bin begeistert von der Akribik. Was ist Akribik? Ich glaube, Durchhaltevermögen und so genaues, präzises Arbeiten. Vielleicht, oder? Akribisch sein, immer dranbleiben und so. Und Jacqueline Hyde, die Haare sind so verdammt gut. Dankeschön. Ja, das hat jetzt echt nochmal was ausgemacht mit dem Licht, ne? Manchmal sind es wirklich kleine Effekte. Nice. Jetzt bin ich zufrieden. Ich dachte wirklich, ich arbeite hier 2 Stunden an dem Mund und es ist immer noch nicht gut. Aber ja. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Action hier im Hintergrund. Nehmen wir mal eine andere Brush. Nochmal zum noch Ende. 15 Minuten. Genau, zum Ende jetzt nochmal hier richtig durchpowern. Malerei. So. Oh, Cézanne. Dann nehmen wir doch die Cézanne Brush. Mal gucken, was die hergibt. Nichts? Nee. Doch. Schwierig. Okay, das ist mir ein bisschen zu. Muss man zu sehr aufdrücken. Alte Borsten. Mhm. Ah, Filine, danke. Genaues Arbeiten. Okay, Akribik. Okay. Neues Wort im Rufus-Wortschatz. Tim, mein persönliches Wikipedia. Akribisch bedeutet sehr sorgfältig und gründlich. Okay, danke, Tim. Ist das Fenster eigentlich offen?
Ja, deswegen okay. Ist es so laut. Ja, ich mach's mal zu. Ja, ja. Ich teste jetzt mal ein bisschen aus, wie wir hier noch mehr in den Hintergrund machen können. Ob wir das dann behalten und ob das gut aussieht, ist eine andere Frage. Wie die Schlange gestern. Ja, genau. Also das mache ich wirklich sehr gerne. Also ich bin echt, was so Sketching und Ausprobieren angeht, sehr, wie sagt man, diffus manchmal. Es ist immer so eine Mischung aus akribischen Arbeiten und völlig random Ausprobieren. Lasse in the house. Und Chan natürlich auch. Ja. Ich habe gerade zugemacht da. Ah, okay, ich dachte, du wolltest wieder aufmachen. Weil draußen ist Lärm. Friedmar meint, es sind die Feinheiten, die beim Betrachten unbewusst ins Auge fallen. Ja. Bei meinen Bildern auf jeden Fall. Es gibt echt so, sage ich den Leuten auch immer, wenn sie das kaufen, dass sie wirklich echt ewig da was anschauen können, weil manchmal sind es wirklich so minimalistische Details, so kleine Figuren irgendwo im Wegesrand und so, das ist wirklich ganz lustig. Der Lasse hydratiert sich gerade mit Kokonusswasser. Rettet sich vor. Ah, Jacqueline, dein Creative Cloud-Zeichen ist verschwunden. Ist gerade aufgefallen. Musst du dir Sorgen machen? Nein, einfach wieder aufmachen, weil jetzt hast du wahrscheinlich rausgequittet. Was jetzt sehr cool wäre, ist, wenn es die Funktion geben würde, dass ich das jetzt so weich zeichnen könnte. Mhm. Weißt du, dass das so im Hintergrund ein bisschen in den Hintergrund rückt, so dass der Fokus nicht darauf ist. Ja. Ich kann ja mal schauen, ob wir das jetzt hier trotzdem irgendwie hinbekommen. Vielleicht mit den Aquarellbrushes. Mal schauen. Ja, mit durchsichtigem Wasser drüber zeichnen. Genau, Wasser entfernen. Zu viel. Aber das ist schon cool, dass es die Funktion gibt. Ich meine, wir machen hier einen riesigen Mess, aber ich will nur mal ausprobieren, wie das so ist. Das ist schon lustig. Krass. Vielleicht mit weniger Wasser und weniger Flow kannst du das. Ich probiere es gleich, aber ich würde trotzdem, ich kann die Ebene ja dann immer noch in den Hintergrund legen. Na ja, okay, jetzt sieht es aus wie so ein Baum. Ah, krass. Und Voldemort, was?
wo kommt denn die Ampel auf einmal her, ja? Du hast für die letzten 5 Minuten nicht hingeschaut. Stimmt. Sehr gut, es funktioniert. Seht ihr das, wie hier die Struktur verschwindet? Ja. Ui. Wisst ihr, man braucht ja kein Weichzeichnen, es geht auch so. Das ist ja irre, Mann. Ja, so plopp. Und Ruth stellt den Radierer ganz groß und transparent zum Absoften. Kann man auch machen, das stimmt. Aber schön, dass erstmal erkannt wurde, dass es eine Ampel ist. Ja. Habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Nein, das hätte ich auch erkannt sofort. Ja. Und in meinem, wenn das animiert wäre, würden die Ampel so langsam blinken. Weil es noch ziemlich in der Frühe. So die Ampel dupliziert, genau, um sie noch da zu haben. Ja. Genau, bevor ich jetzt hier das nochmal neu zeichnen muss. Ich meine, es war jetzt kein großer Aufwand, das Zeichnen. Also so ist es auch nicht, aber trotzdem. Thomas meint, ich zeichne unscharfe Hintergründe auch gerne mit dem Bleistiftpinsel. Pinseln, okay. Okay. Den habe ich auch gerade die ganze Zeit benutzt. Mal schauen. Wie gesagt, seid gnädig mit mir. Ich probiere das hier auch gerade. Seit nicht allzu langer Zeit. Wie gesagt, Sarah benutzt Adobe Fresco erst seit Samstag. Ja. Nicht mal eine Woche. Ah ja, den Pencil schräg halten, dann gibt es einen weichen Strich. Ja, ja, das ist das Coole mit dem Apple Pencil. Ja, auch. Stimmt. Das ist echt sehr schön. Cool. Das ist die schönste Ampel, die wir jemals gesehen haben. Nicht. Aber sie wird als Ampel erkannt und es reicht. So. Was mache ich eigentlich nach Feierabend? Nein, ich. Ach so. Ja, Voldemort fragt gerade. Ja, keine Idee. Feierabend? Feierabend? Existiert das? Heute geht's ja um 16 Uhr bis 18 Uhr weiter mit Adobe Live for Business. Ein Spezialstream. Da bin ich nur hinter der Maschine. Machen andere. Hallo Julia, Julia Zieger in the house. Julia Zieger war schon viele Mal auf Adobe Live mit uns. Genau, The Night Shift für Rufus. Und Thomas meint, jetzt wissen wir endlich, dass sich das Mädchen in Deutschland aufhält. Ja, am Vorfahrtszeichen. Das stimmt. Das stimmt.
Und jetzt ist es so Chat voll Küsschen und Sachen. Und an Julia und so. Nein, an, weil Julia gerade rangekommen ist. Ja. Ach so. Herzchen. In einem zukünftigen Adobe Live, wenn du dann vorbeikommst, ist das genauso. Ah, Sarah in der Haus. Das war echt ein guter Tipp mit der Aquarellbrush, um drüber zu gehen. Sehr cool. Fast ist zu Ende. Ja. Fast, wie viele Minuten noch? Ich würde sagen, eine Minute. Okay. Ja. Dann probieren wir jetzt mal kurz noch was mit den Ebenen-Modi. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend. Teilen. Na, nee, Blaulicht wollen wir nicht haben. So. Okay. Belassen wir es erstmal dabei. So, was wir denn heute jetzt eigentlich geschafft haben. Ich kann ja mal ganz schnell nochmal alle Ebenen ausblenden, an denen wir heute gearbeitet haben, damit wir auch ein Vorher-Nachher Das noch sehen. Genau eine Minute. Genau, so, so sah es, glaube ich, aus. Zoomen wir mal ein Mac rein. Genau, so, das war unser Startbild und jetzt möchte man meinen, hey, ist doch gar nicht viel passiert. Aber wenn man sich jetzt das Gesicht anguckt, sieht man dann doch einen Unterschied. Man beachte die Perle im Ohr. Aha. Die Perle ist noch da. Und vor allem das, die hat, glaube ich, echt was ausgemacht mit dem Licht und eine lustige Ampel. Wie auch immer wir das dann noch weiterverwenden. Aber genau, das ist der Stand. Für heute. Und wer weiß, was morgen damit passiert. Sarah, ich freue mich auf morgen. Oh, ja, wir haben es geschafft. Und es geht gleich weiter mit Lasse und deinem Photoshop-Tutorial. Tschüss. Okay, tschüss.